unter allen Dingen und im Himmel nur einen, der von Ewigkeit zu Ewigkeit die Herrschaft über alles trägt.
für eine Ernte dieses Jahr. Wir haben hart gearbeitet, aber wir werden gut essen. Ja, es ist der Himmel, der uns Nahrung gewinnt. Stimmt, Mama hat recht. Mama hat die Suche. Ja, ja. Also, was werden wir nächstes Jahr anbauen? Wie wäre es mit etwas Mais und Erdnüssen? Thank you.
Es werde Licht. Es werde eine Feste zwischen den Wassern, und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel, ein besonderer Örter, dass man das Trockene sehe. Es werden Lichter an der Feste des Himmels. Es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren.
Lasst uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Yeah.
Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde und alle Dinge. Eine pulsierende neue Welt war geboren. Alles vom Gott Erschaffene war vollkommen und schön. Es zeigte seine Weisheit, Güte und Allmacht. Gott schuf Adam und Eva nach seinem Bild mit seinen Händen und hauchte ihnen sein Leben ein. Gott Jehova setzte sie in den Garten Eden und sagte ihnen: Du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Doch Adam und Eva beachteten Gottes Anweisung nicht. Sie gaben Satans Versuchung nach und aßen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Danach lebte die Menschheit von Sünde beschmutzt und wurde immer verdorbener, böser und entarteter. Es ging sogar so weit, dass sie zum Feind Gottes wurde und seine Existenz nicht zuließ. Deshalb hat Gott beschlossen, diese Menschheit mit einer Flut auszulöschen.
Eines Tages kam Gott Jehova zu Noah. 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 Oh, mein Herr. Alles Fleisches Ende ist vor mich gekommen. Denn die Erde ist voll Frevels von ihnen. Und siehe da, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech inwendig. Nach der Flut waren alle atmenden Lebewesen auf der Erde tot, mit Ausnahme der 8 Menschen von Noahs Familie und jede Art von Lebewesen in der Arche. Mein Gott! Und sie haben sich auf der Erde vermehrt, bis zum heutigen Tage. Gott schloss mit ihnen einen Bund, dass er die Erde nie wieder durch eine Flut zerstören würde. Und der Regenbogen, den wir heute sehen, ist der Beweis für Gottes Bund mit den Menschen. Jehova sagte: Es ist ein Geschrei zu Sodom und Gomorra, das ist groß, und ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben. Die Städte Sodom und Gomorra waren voller Übel, Unzüchtigkeit, ungezügelten Morden und Hingabe zu verschwendungssüchtigen Vergnügungen. Sie gingen sogar so weit, gegen Gott zu schreien und gegen ihn zu kämpfen, wodurch sie seine Disposition erzürnten. Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? Führe sie hinaus zu uns, dass wir sie erkennen. Nach
nachdem die Engel Lot und seine Familie aus der Stadt gebracht hatten, regnete brennender Schwefel vom Himmel herab. Das tobende Feuer erhellte den Himmel. Schnell, beeilt euch! Mama, beeil dich! Mein Haus! Mein Haus! Unser Leben steht auf dem Spiel. Ich fürchte mich nicht. Lasst mich hinsehen. Nur einen Blick, einen letzten Mama. Blick. Nein! Mama! Mama! Sodom und Gomorra und all ihre Bewohner wurden zu Asche und verschwanden im Zorne Gottes. Israeliten, Nachkommen Abrahams, flohen wegen einer Hungersnot nach Ägypten ins Exil. Die Ägypter hatten große Angst vor einer Ausbreitung der Israeliten. Also versklavten und misshandelten sie sie. Die Israeliten konnten die Folter nicht ertragen. Und sie flehten Gott inständig an. Gott erhörte ihre Gebete und er beschloss, die Israeliten aus Ägypten zu führen. Dann suchte er Moses auf. Moses, weil nun das Geschrei der Kinder Israels vor mich gekommen ist, und ich auch dazu ihre Angst gesehen habe, wie die Ägypter sie ängsten. So gehe nun hin. Ich will dich zu Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten führest. Mit Gottes Befehl ging Moses zum ägyptischen Pharao. Doch der Pharao lehnte es unumschränkt ab, die Israeliten freizulassen. Der eigensinnige Pharao gab nicht nach. Da entfachte Gott 10 Plagen über Ägypten. Und schließlich verließen die Israeliten Ägypten unter der Führung Gottes. Aber hebe deinen Stab auf und recke deine Hand aus über das Meer und teile es. Thank you.
Nachdem sie der Verfolgung der ägyptischen Soldaten entkommen waren, führte Moses die Israeliten weiter nach Süden, bis sie auf den Berg Sinai kamen. Gott Jehova stieg in Herrlichkeit auf den Berg Sinai herab. Und durch Moses erließ er den Israeliten seine Gebote. Gott sprach all diese Worte und sagte: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Du sollst den Namen Jehovas, deines Gottes, nicht missbrauchen. Hier und dort und überall sind seine Macht und Taten zu sehen. Seine Weisheit und Autorität. Nachdem er die Israeliten aus Ägypten geführt hatte, erließ Gott Gesetze wie Gebote, Lehren, Verbote und Dekrete. Insgesamt 613 Gesetze nach Zusammentragen durch spätere Generationen. Ziel dieser Gesetze war, die Menschen zu lehren, sie ausdrücklich anzuweisen, wie man Gott anbetet und wie man auf dieser Erde lebt. Diese Gebote und Gesetze waren die frühesten detaillierten Bedingungen, um die Menschheit anzuleiten, wie sie leben sollte, zur Regelung menschlichen Verhaltens und zum Messen moralischer Standards. Sie waren auch die erste Grundlage und die ersten Richtlinien, um die Sündhaftigkeit von Handlungen zu bestimmen. Du musst ihm das Doppelte zahlen. Sie haben für spätere Generationen Zeichen und Maßstäbe zur Erstellung der Verfassung gesetzt. Sie schufen ebenfalls die Grundlage zur Perfektionierung von Rechtssystemen für nachfolgende Generationen. Viele moderne rechtliche Bestimmungen und Konzepte sind von diesen Gesetzen stark beeinflusst worden. So wurden etwa Mord, Vergewaltigung, Raub, Verleumdung und Veruntreuung auf der Grundlage der 10 Gebote als Verbrechen festgelegt. Die Gebote und Gesetze, die Gott Jehova den Israeliten gab, hatten nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf die menschliche Gesetzgebung, sondern spielten auch eine entscheidende Rolle bei der Etablierung und Bildung moralischer Zivilisation und demokratischer Institutionen in menschlichen Gesellschaften. Nach Jahrhunderten des Lebens unter den Einschränkungen der Gesetze waren die Israeliten letztendlich nicht mehr imstande, diese einzuhalten. Ständig verletzten sie die Lehren des Gesetzes und alle liefen Gefahr, durch das Gesetz verurteilt oder hingerichtet zu werden. Sie wurden auch wiederholt von anderen Völkern geplündert und waren den Qualen von Krieg und Unterdrückung ausgesetzt. So beteten sie eindringlich und sie riefen Gott. Und sie erhielten eine Verheißung,
Eine Verheißung, die besagte, dass die Israeliten ein ewiges Sündenopfer erhalten könnten und sie würden nicht mehr nach dem Gesetz verurteilt oder getötet werden. Ein Versprechen, das die Existenz und das Schicksal der Israeliten revolutionierte. Dies erzählte Gott Jehova den Israeliten durch einen Propheten. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewigvater, Friedefürst. Im Jahre des Herrn wurde ein Knabe geboren in der Krippe des Stalls einer Herberge in Bethlehem im Lande Judäa. Drei Weise aus dem Morgenland, von einem Stern geführt, der nie zuvor gesehen worden war, kamen an den Ort der Geburt des Kindes. Sie verbeugten sich vor ihm in Anbetung. Dieses Kind war der eine von Gott Verheißene, der die Israeliten vom Gesetz wegführen und davon erlösen würde. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das Kommen des Herrn Jesus Christus beendete das Leben der Israeliten in der Sklaverei der Sünde. Sie mussten nicht länger der Gefahr ausgesetzt sein, verurteilt oder hingerichtet zu werden, weil sie das Gesetz nicht einhalten konnten. Und siehe, ich will auf euch senden die Verheißung meines Vaters. Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Mein Herr und mein Gott. Dieweil du mich gesehen hast, Thomas, glaubest du.
Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ihre Sünden wurden wegen des Sündenopfers des Herrn Jesus vergeben. Ihre Lebensbedingungen wurden komplett verändert. Von da an lebten die Israeliten nicht mehr unter dem Gesetz. Stattdessen lebten sie unter dem Schutz des Sündopfers, das der Herr Jesus ihnen gebracht hatte. Es bedeutet, dass sich die Israeliten vollständig von den Fesseln des Gesetzes gelöst haben und in ein vollkommen neues Zeitalter eingetreten sind. In diesem Zeitalter wurden sie von ihren Sünden durch Buße und durch die reichliche Gnade des Herrn gesühnt. Und sie genossen ebenfalls die Verheißung, die ihnen der Herr Jesus gab. Es war ein Zeitalter voller Barmherzigkeit, voller Liebe, Nachsicht, voller Segen, Vergebung und der Geduld des Herrn. Deshalb nannten wir dieses neue Zeitalter das Zeitalter der Gnade. Solange sie den Herrn Jesus als ihren Erlöser annahmen, konnten die Sünden der Menschen vergeben werden. Und sie konnten die reiche Gnade und den Segen Gottes genießen. Diese Gnade verringerte nicht nur die Kluft zwischen Gott und Menschen, sondern rettete auch die Menschheit aus ihrer Sklaverei zur Sünde. Dies erlaubte den Menschen, nicht mehr wegen ihrer Sünden von Gott abzukommen, sondern wegen Gottes Sündopfer erlöst zu werden und aufgrund der Gnade Gottes in der Lage zu sein, jederzeit und an jedem Ort vor ihn zu kommen. Unglaublich! Ich kann es nicht fassen! Halleluja! Das Kommen des Herrn Jesus endete das Zeitalter gesetzlichen Zwangs und führte die Menschheit in ein neues Zeitalter. Derweil verbesserte es die Beziehung zwischen Gott und Mensch und eröffnete einen neuen Anfang. Einen neuen Anfang für Gottes Werk der Führung inmitten der Menschheit. Im Jahre 70 nach Christus, 37 Jahre nachdem der Herr Jesus auferstanden und in den Himmel aufgefahren war, eroberte die römische Armee Jerusalem. Nachdem es aus dem Land Israel vertrieben worden war, wanderte das jüdische Volk um die Erde in die Diaspora. Obwohl sie ihre Heimat verloren hatten, trugen sie das Evangelium des Herrn Jesus, des himmlischen Königreichs, das auf Judäa beschränkt war, mit sich und verbreiteten es überall auf der ganzen Welt. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten. Sie ist ins Leben zurückgekehrt. Sie lebt. Sie ist wirklich wieder lebendig. Halleluja, dank sei dem Herrn. Möge der Herr mir gnädig sein. Meine Beine wurden geheilt. Ich kann aufstehen. Danke dem Herrn.
O Gott, mögest du deinem Kind gnädig sein. Er steht auf. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Hier müssen wir verkünden, dass Gottes Weisheit den Himmel übersteigt und dass seine Taten wundervoll und unvorstellbar sind. Vor Christus begann das Zeitalter des Römischen Reiches. Es wuchs allmählich an Macht und wurde zu einem riesigen Reich, das Europa, Asien und Afrika umfasste und das Mittelmeer beherrschte. Es regierte über etwa ein Fünftel der Weltbevölkerung dieser Zeit. Nachdem das Römische Reich Jerusalem erobert und die Juden aus Israel vertrieben hatte, verbreitete sich das Christentum im gesamten Römischen Reich. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Im Jahre 313 nach Jesus Christus legalisierte der römische Kaiser Konstantin das Christentum. Jahre später wurde es als offizielle Staatsreligion eingestuft. Die Entwicklung dieser Ereignisse trieb die Verbreitung und Ausbreitung des Christentums in der gesamten Menschheit, in ganz Europa, Asien und Afrika voran und legte den Grundstein für das Christentum unter der herrschenden Schicht und den einfachen Menschen auf diesen Kontinenten. Natürlich hat es das Leben der Menschen auf den Kontinenten sehr beeinflusst, sowie ihren Glauben, ihre Gedanken, ihre Moral und gesellschaftliche Tendenzen. Es beeinflusste ebenfalls von Generation zu Generation die Ideologien und politische Laufbahn von Herrschern. Die weite Verbreitung des Christentums im Römischen Reich und die Ausdehnung seines Einflusses ließ Panik ausbrechen unter den Herrschern in Rom. Sie hatten fürchterliche Angst vor dem Christentum und hassten es. Um zu verhindern, dass das Christentum ihre herrschende Position übernimmt, verfolgten sie das Christentum aufs Heftigste und ermordeten massenhaft Christen. Brachte Naturkatastrophen, interne Konflikte und feindliche Übergriffe von außen über das Römische Reich, sowie eine Reihe von Epidemien.
Es gab wiederholte Ausbrüche. Die kürzeren dauerten ein paar Jahrzehnte, die längeren mehr als ein Jahrhundert. Dies führte zu einem starken Rückgang der Bevölkerung des Reiches. Das einst mächtige Römische Reich war im Niedergang begriffen. Im Jahre 1453 versank auch das alte Rom im Chaos. Konstantinopel fiel in die Hände des Osmanischen Reiches. Und so wurde das Buch über die glorreiche Geschichte des Römischen Reiches endgültig geschlossen. So wurden die letzten Tage des Reiches eingeläutet. Nach 1500 glorreichen Jahren. Sein Untergang geschah unter dem Zorn Gottes. Das Römische Reich stieg auf. Es wurde zur Verbreitung des Christentums gegründet. Sein goldenes Zeitalter wurde eingeleitet, indem das Christentum als Staatsreligion etabliert wurde. Und es wurde wegen seiner Christenverfolgung zerstört. Obwohl das Römische Reich aus dem Blickfeld verschwand und die Bühne der Geschichte verließ, hatten seine Mission sowie seine Entwicklung und seine Existenz in der Geschichte der Menschheit eine unauslöschliche Wirkung auf spätere Generationen. Es war eine starke Kraft für die Ausbreitung des Christentums. Und es förderte die Ausbreitung des christlichen Denkens und dessen Vertiefung in den Köpfen der Menschen. Obgleich der Wohlstand des alten Roms der Vergangenheit angehört, hat der Einfluss des Christentums auf die Menschheit nie ein Ende genommen. Es hat eine Generation Menschen nach der anderen genährt und geführt. Das Christentum ist wie ein Samen, der tief im Herzen der Menschen verwurzelt ist, voller Lebenskraft. Es befreite nicht nur die Gedanken der Menschen und trieb die Renaissance voran, sondern bot auch eine völlig neue Richtung und Inspiration für die Entwicklung der Menschheit in allen Bereichen des Lebens. Dies führte dazu, dass Europas Kunst, Kultur und Wissenschaft in beispielloser Weise florierten. Im 17. Jahrhundert führte der Sieg der bürgerlichen Revolution in England zur Verabschiedung der Bill of Rights, womit das Prinzip der parlamentarischen Vorherrschaft über die Monarchie festgelegt
und die Errichtung der konstitutionellen Monarchie ermöglicht wurde. Infolgedessen wurde England die erste konstitutionelle Monarchie und eröffnete damit das Zeitalter der Aufhebung der Feudalmonarchien und der Einrichtung konstitutioneller Monarchien. Nach der Etablierung der britischen konstitutionellen Monarchie folgten später Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich. Die bürgerlichen Revolutionen brachen aus und eine feudale, autokratische Herrschaft nach der anderen wurde in diesen Ländern gestürzt. Sie stellten ihre eigenen Verfassungen auf und gründeten eigene konstitutionelle Monarchien. Nachdem eine neue Schifffahrtsroute eröffnet wurde, florierten die britische Industrie und der Handel, was die Entwicklung des Kapitalismus im Vereinigten Königreich antrieb und eine riesige Nachfrage nach Ressourcen schuf. Während Großbritannien seinen Außenhandel dementsprechend ausbaute, erweiterte es auch allmählich seine koloniale Plünderung und die Expansion seiner Kolonien. Einige Länder und Gebiete in Europa, Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien, Ozeanien und der Antarktis, sowie im Pazifik und Atlantik, im Indischen Ozean, im Südpolarmeer und im Nordpolarmeer, wurden alle nacheinander britische Kolonien. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte England ein Viertel des Territoriums und der Bevölkerung der Erde erobert. Während der kolonialen Erweiterung Englands wurden fortgeschrittenes Wissen und Denken in Bereichen wie westliche politische Systeme, Kultur, Religion, Bildung und Medizin in den Kolonien eingeführt. Die alten Herrschaftsordnungen der kolonisierten Länder wurden gestürzt und die vorher bestehenden feudalen Ideologien wurden zerstört. So begaben sich die Kolonien, ohne es zu wissen, auf den Weg der konstitutionellen Demokratie. Dies führte zu einem Wendepunkt des Zustands der starren, stagnierenden, geschlossenen und rückständigen Gesellschaften der Kolonien und flößte ihnen neues Leben ein. Dies war ein dauerhafter Beitrag zur Entwicklung aller Aspekte der Kolonien. Missionar, bitte, rette meinen Bruder. In den 1870er Jahren, mit der Förderung, der Popularisierung und der Entwicklung der Industrialisierung sowie der Aufhebung feudaler autokratischer Systeme in vielen Ländern auf der ganzen Welt, verlor England allmählich seine herrschende Stellung in der globalen Industrie. Und nach den zwei Weltkriegen erlangten seine Kolonien eine nach der anderen die Unabhängigkeit. England steuerte auf seinen Niedergang zu und vollendete seine Mission in der Geschichte.
Mitte bis Ende des 16. Jahrhunderts entstand eine Gruppe von Menschen aus Kirchen in England. Sie lehnten sowohl die Unterdrückung des Klerus als auch den Formalismus in der Kirche ab. Sie suchten ein reines religiöses Bekenntnis, ein frommes Leben, eine heilige Kirche und eine freie Nation. Sie wurden die Puritaner genannt. Im Jahre 1604 befahl die britische Königsfamilie, allen Puritanern zur Staatskirche zurückzukehren und dem Bischof zu gehorchen. Andernfalls würden sie ausgewiesen oder gar hingerichtet. Die Puritaner waren also gezwungen, Europa zu verlassen, und sie zogen nach Nordamerika. Später folgten ihnen eine große Anzahl Puritaner nach Nordamerika. Einige von ihnen kamen von Universitäten in Oxford oder Cambridge. Sie waren im Allgemeinen gebildeter als die meisten Europäer. Sie befürworteten die Konzepte von Autonomie, Gleichstellung und Demokratie, sowie die Lehren Gottes. Mit diesen Dingen beeinflussten sie auch die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten und die amerikanische Verfassung. Ohne die Puritaner wären die USA nicht entstanden. Und die Aufteilung der drei Gewalten wäre niemals zustande gekommen. Und so waren die Puritaner nicht nur der Grundstein für die Gründung der USA, sondern sie waren die Pioniere, die Amerika stark machten. Am 4. Juli 1776, als die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten verabschiedet wurde, entstand in Nordamerika ein unabhängiges, aufstrebendes, multiethnisches Land. Die USA, wie wir sie heute kennen. Washington, der erste Präsident der Vereinigten Staaten, erklärte: Es ist die Pflicht aller Nationen, die Fürsorge des allmächtigen Gottes anzuerkennen, seinem Willen zu gehorchen, für seine Wohltaten dankbar zu sein und demütig seinen Schutz und seine Gnade zu erbitten. Mein Herr, ich flehe dich an. Und überall sehen seine Taten zu sehen, seine Weisheit und Autorität. O Herr, vielen Dank für deine Fürsorge. O Herr, danke für deine Gnade und deinen Segen. Amen. Hier und dort und überall ist O Herr, deine Hände an, bitte sorg für deine Gnade. Deine Weisheit und Autorität zeigen sie. Bitte erlauben, dass wir uns deine Hand, Herr, bitte. Sie alle offenbar, seine Weisheit.
alles existiert unter seinem Blick. Alle Dinge leben unter Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg entwickelte sich die Wirtschaft rasant. Im Jahr 1894 wurden die USA das Land mit der weltweit höchsten Bruttoindustrieproduktion. Auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs folgte in den USA eine wirtschaftliche Hochkonjunktur. Nach dem Krieg entwickelten sich die USA von einem Schuldnerland, das 6 Milliarden US-Dollar Schulden hatte, zu einem Gläubigerland, dem man mehr als 10 Milliarden US-Dollar schuldete. Es war die wohlhabendste Nation der Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wuchs Amerikas militärische Stärke weiter. Und sie errichtete mehr als 5000 Militärbasen auf der ganzen Welt. Ob aus wirtschaftlicher oder aus militärischer Sicht betrachtet. Die USA waren zu einer unbestrittenen Weltmacht geworden. Dies hat ihre politische Position in der Welt etabliert. Basierend auf der Einhaltung ihrer Gründungsprinzipien von Freiheit, Demokratie und Gleichheit gehen die USA ihrer Pflicht nach, die Rolle der Weltpolizei zu übernehmen. Die USA haben daher weiterhin interveniert und in die Weltereignisse eingegriffen, um die Expansion autoritärer Mächte wirksam einzudämmen und eine große Anzahl von Menschen aus allen Lebensbereichen zu schützen, die aus religiösen oder politischen Gründen verfolgt wurden. Sie haben ebenfalls die Ausbreitung verschiedener böser Mächte stark eingedämmt und den Schaden abgeschwächt, den die bösen Mächte der Menschheit zufügen. In einem gewissen Sinn haben die USA eine wichtige Rolle dabei gespielt, die globale Situation zu stabilisieren und ein Gleichgewicht für die Weltordnung zu schaffen. Bei der Sicherung und der Stabilisierung der globalen Situation spielen sie eine unersetzliche Rolle. Ich hatte von dir mit den Ohren gehört. Fürchtet euch nicht! Steht fest!